Moinsen bei Marillos. Mein Name ist Sonic, ihr seid hier auf Rappese Pleie und wir zocken Tomb Raider. Das würde ich ja gerne mal holen, das Dokument da oben. Aber da muss ich an dem Bär vorbei. Da gibt's noch was. Verteidigungsstrategie. Sammeln Sie Material, um die Wachtürme zu verstärken. Okay, ich gehe mal gucken, was ich da überhaupt für Material brauche. Auf jeden Fall gibt es hier wieder viel zu tun. Und wir sind ja noch nicht mal in Sibirien fertig, alles zu tun, was man tun muss. Yeah, 10 EP. Nices Huhn. Nimm mal bei meinen Bogen. Bastel mir ein paar Pfeile. Weiß ich nicht, was brauchen wir denn? Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Okay. So. Bringen Sie die Ressourcen zum zweiten Turm. Okay, jetzt muss ich einfach runterlatschen, oder was? Wo ist denn der zweite Turm? Keine Ahnung, aber was ist da für ein Grab? Das liegt mir ja irgendwie nahe. Komm, wir gehen da mal hin. Also am zweiten Turm muss ich noch irgendwelche Sachen hin tun. So, da hinten muss ich rein. Ich sehe doch schon, wie das hier funktioniert. Ich sehe das doch. Pameraden und Pameradinnen. Oder Pameradinnen und Pameraden. Nice. Oh, was ein Jump. Was ein Jump. Crank ist der Shit. So, dann schwingen wir mal rüber. Und finden eine Karte. Mein Mauspad ist ein bisschen verrutscht hier. Ärgerlich, mergerlich. Alles klar, da gibt es einen Busch. Da ist die Höhle. Wie geht denn das auf? Noch gar nicht. Und hier kann ich da runterrutschen. Und hier kann ich aber da reinkrabbeln. Das machen wir doch mal als erstes. Oder da reinkriechen. Was ist jetzt? Oh, fuck. Aua. Kackviecher. Boah, rennt er mich voll über den Haufen, der Sack. Okay, ich verbinde mich mal etwas. Ich finde das mit dem Verbinden ein bisschen blöd, weil ich habe ja gar keine Lebensanzeige. Wisst ihr? Und ich kann mir Leben wiederherstellen, obwohl ich gar keine Anzeige dafür habe. Wo weiß ich denn, wann ich mich verbinden muss und wann nicht? Nur wenn der Bildschirm rot wird oder grau wird? Dann brauche ich das auch nie machen. Da kann ich einfach ein bisschen Umweg gehen. Ah, die kann ich aufstemmen. Stemmen, 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 stemmen. Nice. Sonst noch irgendwas hier? Nee. Gehe aber trotzdem mal da rein. Okay, ich bin angekommen. Ich bin angekommen. Ich bin angekommen. Optionales Herausforderungsgrab. Wie nice ist das denn, Leute? Okay, das geht jetzt voll nach da oben rein. Münzen. Sonst sehe ich hier mal nichts. Ist das hier was zum Einsammeln? Nein. Okay, dann ab durch die Lücke. Da unten okay. Muss irgendetwas sein. Leuchtdildo raus. Pass auf die Stalaktiten auf. Dose nicht den Kopf.
Da dribbelt sie die Vase ganz souverän nach vorne. Oh, hier ist ein bisschen nass. Da oben ist ein Vogel. Eine alte Ruine ist das. Erstaunlich. Ich hab was gefunden. Diese Architektur ist älter als die orthodoxe Kirche. Woher willst du das denn wissen? Okay, da oben ist noch ein Vogelnest. Oh, da war ein Vogelnest. Ba 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 ba. Da ist eine Kiste. Kiste! Eine goldene Gürtelschnalle. Dekorativ, aber auch robust und funktional. Sie gehört wohl zu einer Militäruniform. Sehr funktional, die Gürtelschnalle. Ich würde ja gerne mal diese Schnalle hier gürteln, aber ich muss erstmal hier Zeug einsammeln und wir müssen uns was vorlesen lassen. Habt ihr Bock drauf? Ich finde es ja immer schön, ist immer schön vorgelesen. Und los! Ich habe meine Frau in der Obhut dieser Ärzte gelassen. Die Krankheit verschlimmerte sich wie befürchtet. Ihre Haut wurde schuppig und sie verlor das Gefühl in den Gliedmaßen. Sie sagen, man könne nichts für sie tun, außer ihre Schmerzen zu lindern und ihr das Dahinscheiden zu erleichtern. Aber sie muss der Stadt fernbleiben, mir fernbleiben. Meine Frau stirbt und in dieser Welt werde ich sie nie wiedersehen. Ich werde in die nächste eilen, zu ihr. Boah, dann wünsche ich dir eine gute Reise, mein Freund. Nee, Moment, da gab's doch noch... Hier gibt's noch Sachen. Sind die in der Höhle oder sind die hier drin? Nee, in der Höhle gibt's... Die habe ich schon, die Sachen. Okay, auf ans Lagerfeuer und dann gucken wir mal nach. Ich kann nichts machen. Ich kann das Gewehr ein bisschen pimpen. Aber das war's dann auch. Gut, weiter geht's. Haus der Kranken. Lass mich mal schauen. Da hinten ist ein Baum. Wie toll, hier gibt's Pilze. Ah, hier gibt's nur Pilze. Kann man ja immer gebrauchen. Pilze. Eine kleine Kiste. Eine unglaublich detailreiche goldene Halskette. Von wem sie auch stammt. Sie steht dem Schmuck des Reichs in nichts nach. Die wird vercheckt. So, da ist ein Wagen. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da hoch wahrscheinlich. Wir haben Seile. Da ist noch was versteckt. So, raus damit. Münzen? Nee, keine Münzen. So, hier ist... Das da. Damit kann ich mich darüber schwingen. Ich muss da oben rein. Da kann ich nicht ziehen. Hier kann ich mich darüber schwingen. Auf den Apparillo. Hier sind Zahnräder, die ich aber nicht bedienen kann. Das kann ich ziehen mit irgendwas. Genau wie das hier. Zieh, 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 Lara. Komm. Das kriegst du hin, das kriegst du hin. Okay, bis hierhin kann ich das ziehen. So, also das hier muss nach unten. Wir haben hier ein Fass. Wir haben ein Fass. Mit einem Seil drum. Und was haben wir da hinten? Ein Fass mit einem Seil. So, aber ich muss das hier irgendwie nach unten ziehen. Ist so ein verkacktes Brett, ne? Wenn das scheiß Brett hier nicht wäre. Und hier kommt man da auch nicht durch.
Fass mit einem Seil. Was macht das denn hier? Da liegt ja noch was. Was bringt das? Okay, gut. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen Überblick verschafft. Ich muss von da, ich muss diese Plattform nach oben kriegen. So, das ist damit verbunden. Das ist damit verbunden. So, das kann ich runterziehen, dann läuft da Wasser rein. Dann geht das nach oben. Dann kann ich doch von hier das Fass da dran ketten. So, also ich ziehe das hier runter, gehe hier hin, gehe in das Fass. Das sollte halten. So. Jetzt muss ich nur noch darauf. Ja, und da hinten, das muss ich aber noch hoch machen. Denke ich mal. Ah ne, das geht ja. Ha! Das war's ja schon. Das ging ja gut. Das ging ja besser, als ich dachte. Sehr nice. Super gemacht, Lara. Wir sind ein gutes Team, muss ich sagen. So, einmal da hoch, bitte. Da ist es ja schon. Oh, jetzt tut sie sich aber schwer hier. Nice. Geile Sachen. Blätter haben wir voll. Eine schöne Karte. Also es lohnt sich doch immer wieder hier reinzugehen. Ich wette, da ist wieder diese großes Bild mit einer Frau drauf. Ja, oder der Prophet, meine ich. Nicht mit einer Frau. Ein alter Kodex. Sieht aus wie eine Abhandlung über die Verbindung von Körper und Geist. Schneller Heiler! Verbinden Sie Wunden schneller zur Heilung. Halten Sie zum Heilen bei einer Verletzung V gedrückt. Okay, Grab abgeschlossen. Da liegt noch was. Ah, Pilze. So, haben wir hier drin noch was? Da scheint noch ein Dokument zu sein. Okay, ich suche das mal. Ach, hier liegt's ja. Okay. Dann mal Unsere lesen. Isolation lähmt uns. Wir besitzen das geballte medizinische Wissen des Reiches. Ein Jahrtausend des Lernens, wie man jede Erkrankung heilt. Aber hier, am Rand der Welt, macht uns das Fehlen einer einzigen simplen Blume hilflos. Ich kann nicht viel für die Kranken tun. Ich weiß wie, aber ich kann nicht, weil wir uns abgeschottet haben. Diese Menschen und viele, die noch folgen, werden grundlos sterben, nur um unser Geheimnis zu wahren. Ich bete, dass der Prophet recht hat und es letztendlich den Preis wert ist. Ja, ich weiß selber noch nicht, ob der Prophet so eine geile Nummer ist oder eher nicht so. Kann ich noch Federn gebrauchen? Ich kann Federn gebrauchen. Dann ab da runter. Yay! Sehr nice. So, was sagt denn das Dings hier? Okay, hier finden wir nichts. Dann... Machen wir eine Schnellreise. Kein Level. Okay, Schnellreise. Ja, kann ich ja bis jetzt nur hier hin. Gut. Dann mache ich das doch. Und los. Bevor ich jetzt diesen ganzen Weg hier aus dem Tempel wieder herauslatsche, dauert er immer ewig. Dann lieber eine Schnellreise, das geht ein bisschen flotter. Man kann sich diesen wunderschönen, sehr, sehr vielsagenden Ladebildschirm angucken, mit diesen tollen Punkten und Linien, die da drauf sind. Aber unten den Text kann man sich immer schon mal durchlesen, ja? Nächstes Mal, wenn der kommt, lese ich den mal vor. Gut! Pamarillos. Was haben wir denn da? Überlebensversteck. Markiert. Da hinten.
Nur ist das ja immer gut, wenn man Karten findet. Dann kann man auch alle Sachen gut ausfindig machen. So, alles klar. Jetzt kämpfen wir uns immer nach vorne. Überlebensversteck. Da sind zwei Aufgaben. Da ist eine Höhle. Da ist ein Dokument. Da unten ist ein Bär. Was ist denn das hier? Ein Kryptaeingang. Ich muss die Ressourcen zum zweiten Turm bringen. Da ist der zweite Turm. Alter. So, wir haben auf jeden Fall einiges zu tun. Ich würde erstmal gern da hochgehen. Und mir diese Höhle hier reinziehen. Ich gehe in Flammen auf. Ich gehe in Flammen auf. So, da mache ich mir mal noch zwei Pfeilchen. Hier ist immer noch Wasser drin. Da hinten ist eine Höhle. Wie kommt man denn da hin? Einfach hier den Weg lang? Es scheint mir so zu sein. Wer weiß, ob ich überhaupt... Ah, hier ist ein Kaninchen. Und F. Und einmal lesen. Kinder, ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Bitte bringt mir keine Ratte. Ein Häschen haben sie ihr gebracht. Ein schnuckeliges Häschen. So, da hinten ist der Höhleneingang. Wahrscheinlich ist der da oben, oder? Der ist doch nicht da, der ist doch nicht da unten drin. Doch, tatsächlich. Komm, Lara. Swim, swim! Atemgerät. Ich brauche ein Atemgerät. Okay. Dann merke ich mir das mal. Hier in der Höhle ist ein Atemgerät notwendig. Atemgerät. Okay, was alles gibt. Was gibt's hier? Sieht aber eklig aus. Hier ist auch noch eine Höhle. Ist hier nicht der Bär? Kann sein, dass der Bär hier drin ist. Da ist er. Sehr nice. So, dann häute ich den mal. Den Bären. Nice. Alter, die schnabuliert den da richtig schön auseinander. So, hier gibt es wieder frische Pilze. Da muss ich mir aber neue Pfeile erstmal herstellen. 2 von 3 kann ich tragen. So, hier gibt es noch ein wenig Fell. Was für eine krasse Höhle der hier lebt. Das habe ich voll. Habe ich voll. Dann machen wir mal die Pilze hier. Und dann öffnen wir mal diese Wand. So, komm, hier schauen wir mal schnell noch rein. Was es hier so Schönes gibt. Atemgerät. Okay, ich brauche für die Höhlen hier ein Atemgerät. Für
zwei Höhlen brauche ich ein Atemgerät. Für die bei dem Bär und die andere Höhle. Okay, gut. Dann gehen wir mal raus und dann beende ich mal die Folge. Nationales Herausforderungsgrab. Also, ich brauche ein Atemgerät. Miese Brise. Gut, ich bedanke mich dann schon mal fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Stay Pam, ciao. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schick den Kommentar, denn das heilt und das spart Leben, viel mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.